Hello guys, einen wunderschönen guten Morgen. Dein Thomas Klein ist wieder online hier auf dem YouTube-Kanal Mission Millionär, wo es nicht nur um Aktien geht, aber auch sehr viel um Aktien, weil Aktien und Börse generell für mich eine Passion ist. Und da stellen wir uns grundsätzlich sehr häufig die Frage, welche Aktien soll ich denn jetzt kaufen? Ja, und stelle dir mal ganz kurz, welche Aktien vor. Also ich stelle mal ganz kurz die Aktien vor, welche ich bereits bis dato in der letzt 2-wöchigen Marktschwächen zugekauft habe, außer der Reihe. Und das sind nämlich eine ganze Menge. Das sind 2, 4, 6, 8, 9 allein in diesem Depot und dann nochmal 2 zusätzliche Aktien in einem anderen Depot. Und ich gehe jetzt mal im Schnelldurchverfahren durch. Wir haben zugekauft. Allein im Monat März die Zaptec, da geht es um Wasserstoffsäulen aufbauen und so weiter. Das ist eine norwegische Firma, norwegische Kronen, ja, gleichzeitig ein bisschen Fremdwährung eingekauft. Über DEGIRO kann man das sehr gut machen. Plug Power habe ich eingekauft. Ballard Power habe ich eingekauft, nachgekauft. Piedmont Lithium Limited habe ich etwas mehr sogar nachgekauft in der Schwäche, hat sich alles bis jetzt schon wieder ausgezahlt. American Airlines habe ich zweimal gekauft, also zusätzlich noch nachgekauft, hat sich bis jetzt auch sehr gut entwickelt. Barrick Gold zu Beginn des Monats März nachgekauft, hat sich bis jetzt noch nicht so gut entwickelt und mal schauen, was daraus wird. Ich nehme mal langfristig wird das auch wieder werden. Oktober Limited und VNT Offshore, habe ich in dieser Schwäche hier auch nachgekauft. Also ich denke mal, dass die Rohstoffe sich noch weiter gut entwickelt werden. Kupfer habe ich auch gekauft, aber leider nicht nachgekauft. Ich denke mal, dass das mittlerweile schon wieder sehr heiß gelaufen ist. Traue ich mich jetzt nicht mehr nachzukaufen, aber es ist gut gelaufen. Habe ich letztes Jahr gekauft, Kupfer. Und Tesla, ja, habe ich Abstauberlimits reingesetzt, 3 Stück an der Zahl, dreimal jeweils ausgelöst worden, jeweils eine Aktie gekauft. Bin natürlich sehr vorsichtig, weil Tesla ist sehr volatil und so weiter, aber immerhin. Ja, jetzt sind wir auch wieder bei Tesla mit dabei. Da bin ich ja meine ganzen Short-Squeeze-Stories ausgestorbt hier in Dortmund. Das habe ich in vielen Videos schon, was Tesla-Aktie betrifft. Ja, leider. Ansonsten wäre ich da echt gut dabei gewesen, war ich dann nicht. Aber jetzt bin ich wieder mit dabei mit Tesla. Ja, freut mich auch ordentlich. Und dann mein anderen Depot, Langzeitdepot habe ich gekauft, die Lufthansa und PayPal. Ja, zusätzlich zu meinen Sparplänen. Meine Sparpläne werde ich jetzt hier mal nicht erwähnen, weil sonst wird es einfach zu viel. So, das war's. Innerhalb von 3 Minuten, kurzer Schnelldurchlauf. Warum und weshalb? Vielleicht im nächsten Video mehr. Aber heute ist sozusagen schon wieder Montag. Jetzt am Wochenende habe ich CRM programmiert, ja, deswegen hatte ich auch keine Zeit, hier irgendwelche Aktienvideos zu drehen. Das ist halt nur ein Hobby hier von mir. Und ja, ich verdiene ja mein Geld mit anderen Dingen. Ja. Aber auch ein Hobby muss sein, immer mal wieder. Und somit hier 3 Minuten mir mal kurz Zeit genommen, bis ich jetzt das Video geschnitten habe und hochgeladen, vergehen nochmal 10 Minuten. Aber ja, es sind schon wieder mal 20 Minuten für mein Hobby draufgegangen, wo ich nichts verdient habe. Ja, mit meinem Stundensatz ist schon wieder einige Euro, ja, schon wieder 3 Cappuccinos. Also, haut rein, bleibt der Börse treu, auch wenn es mal ein bisschen ruckelt und informiert euch immer sehr gut auf den guten Kanälen, ja, auf den guten Kanälen, nicht auf den Angstmacherkanälen. Und dann sehe ich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schau da rein, dein Thomas Klein mit Mission Millionär. Bye bye, tschüss.